So, herzlich willkommen zu meinem siebten Let's Play von Star Wars X-Wing Alliance. Wir haben in der letzten Mission leider unseren Vater Thomas und großen Bruder Galen verloren, als wir die Rebellen des Bacta geliefert haben, weil die Station plötzlich von einem imperialen Sternenzerstörer angegriffen wurde. Der Zerstörer wurde sogar zerstört, aber nur deswegen, weil ich diese Mission modifiziert hatte und den eigentlich leichten Kreuzer MC-40 Shadow mit einem alten Schlachtkreuzer der Separatisten ersetzt habe, weil die Rebellen ja auch Klonkriegsmaterial eingesetzt haben, wo ich Missionen modifiziert habe, würde ich das dann auch sagen. Es hing auch damit zusammen, weil ich sehr viele von den TIE-Bombern gleich im Anflug abgeschossen habe und die nicht in der Lage waren, ihre Torpedos auf den Kreuzer abzufeuern. Tja, hier haben wir jetzt neues Souvenir, ein imperialer Überrest, ein Cockpit. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der siebten Mission. Unsere Situation ist schlimmer, als ich dachte. Meine Informanten haben mir versichert, dass das Imperium einen Angriff auf uns vorbereitet und dass die Viraxo vorläufig die Kontrolle über unsere Anlagen bekommen haben. Ich glaube, dass die Viraxo für das alles die Schuld tragen. Glücklicherweise waren dein Vater und ich der Meinung, dass man für einen solchen Fall immer ein paar Sachen beiseite legen sollte. Und nun bin ich froh, dass wir es getan haben. Wir sollten uns diese Sachen holen und uns in die äußeren Randgebiete zurückziehen. Wir werden uns in zwei Gruppen teilen. Eamon und ich werden das Wichtigste aus unseren Frachtgebieten holen. Ich möchte, dass du und Aaron zu unserem Reparaturdock fliegt, einen Safe leert und einige Waffen abholt, die ich dort einst beiseite gelegt habe. Wir werden uns hier wieder treffen. Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir alles verlieren. Unsere Beteiligung an der Rebellion wird uns teuer zu stehen kommen. Das Imperium hat die Azzamine-Familie als Verräter bezeichnet und eine Belohnung auf uns ausgesetzt. Das Imperium hat die Beschlagnahme aller Güter der Azzamine-Familie befohlen. Bevor sich das Imperium alles holt, sollten wir retten, was zu retten ist. Onkel Anton hat alle unsere Arbeiter gehen lassen und ihnen nahegelegt zu fliehen, solange sie es noch können. Hoffentlich können wir mit einigen von ihnen in Kontakt bleiben und uns gegenseitig aushelfen. Anton und Eamon werden alles aus unseren Frachtgebieten holen, während wir und Aaron zu unserem Reparaturdock bei der Twin Sun Station fliegen. Wir werden uns hier an der Azzamine-Heimatbasis wieder treffen, bevor wir uns in die äußersten Randgebiete zurückziehen. Ja, dann starten wir mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt Gejagte des Imperiums. Tja, und wenn man sich, ja, mal schauen, ob er sich wirklich auf uns verlassen kann, aber ich denke schon. Ah, hier ist das Twin Sun Reparaturdock, das müsst ihr ja kennen, aus dem Intro. Sieht so aus, als würden die Arbeiter Antons Warnung beherzigen. Diese Schiffe müssen die letzten sein, die aus diesem Gebiet flüchten. Ja, die Waffen. Also das müssen wir jetzt holen. Die speichere ich gleich mal ab. So, entfernen wir uns erstmal ein bisschen. Okay,
Klinke was aus. Das ist ja wohl ein Witz. Wir sind nur um 10 MGT schneller als ohne den Container. Ach, wie süß. Okay, ich bin auf dem Weg zum Safe. Entered Hyperspace. 3 Entered Hyperspace. Hey, der Planet sieht ja aus wie die Erde. Oh oh. Wo ist er? Och nö. Ein Victory 2 Sternzerstörer, eine koreanische Korvette, 3 Ways of Fighter, 2 Landungsboote. Eine Victory trägt maximal 2 Staffeln. Jagdmaschinen. Eine Staffel ist durch Maschinen. 2 sind also 24. Jäger, Tie Bomber. 10 Maschinen draußen. Doch noch welche auf, oder was das? Oh, und die Victory ballert schon in der Gegend rum mit ihren Ionenkanonen. Teil der Otana ist, dass sie wirklich oben und unten Geschütztürme hat. Es ist irgendwas in die Luft geflogen, was wäre eigentlich... Ach, ein Transporter. So. Ja, jetzt fliegen sogar noch Torpedos rum und wir sind wieder in der Zielteile von dem Schiff. Okay, jetzt sind nur noch 3 Oaser-Jäger übrig. Und der Sternzerstörer ballert irgendwie immer noch auf die Station mit seinen Ionenkanonen. Puh. So wie ich das sehe, haben wir jetzt fast alle. Jäger ausgeschaltet. Escorting, was eskortiert ihr denn? Ach, die eskortieren, glaube ich, die Korvette. Ja, steht dran. So, jetzt haben wir den kompletten Jagdschutz. Korvette bzw. des Sternzerstörers erledigt. Flying home. So.
Schilde ausgeschaltet. Jetzt kann ich was ballern, wie er will. Weil den hole ich mir jetzt. Eigentlich grenzt es schon an Selbstmord, was ich jetzt mache. So. Wuhu. So, das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist der Kandidat hier. Fuck. Jetzt sollte ich aber gucken, dass ich wegkomme. Vor allem, dass ich hier außer Schussweite des Sternzerstörers komme. Ich hatte da eigentlich gehofft, dass uns das noch Bonuspunkte gibt. Hoffen, dass ich ein bisschen außer Reichweite bin. 6 Kilometer. Die Sternzerstörer haben eine Reichweite von 6. Wo ist er jetzt? Victory. Ach, da oben ist er. Ah, der ballert schon wieder. Hat aber keine Chance. Das Ding auf Urius. Tja, und auf Wiedersehen. Ach, das haben wir doch schon sehr gut hingekriegt, da wir ihnen ja schon. Gesellschaft. Vier Jägerchen. So, Nummer 1 erledigt, 2 erledigt. Ach, das war's schon. Tja. Gruppe ist auch weg, aber wir warten immer noch auf Anton und Eamon. Lustige ist jetzt, der Planet sieht nicht immer gleich aus. Eigentlich müsste das ja ein roter Planet sein. Hier bei der SMIN-Heimatbasis. Sagen, sieht aber schon lustig aus. Och, jetzt müsste doch bald mal eintreffen. Mr. E.
Ja, super. Wir haben sie durch ein Wunder den Angriff der Viraxo, der durch das Imperium gedeckt wurde, überlebt. Ihr Onkel hatte also recht. Die Viraxo steckten dahinter. Tatsache ist, dass wir einen weiteren Viraxo ausgeschaltet haben. Es sieht ganz so aus. Aber was sollen wir jetzt tun? Das fängt davon ab, ob Onkel Anthony erzählt hat, wo er ursprünglich mal hin wollte. Hat er nicht. Also, worauf würdet ihr tippen? Sie müssen sich schnell entscheiden. Wahrscheinlich steckt das Imperium hinter den Viraxo, die wir gerade erledigt haben. Höchstwahrscheinlich. Ach, und da sind sie schon. Ein imperialer Sturm. Wir müssen mal schneller nachdenken. Da kommen große Probleme auf uns zu. Nun, wir wissen, dass wir Freunde bei der Allianz haben. Da bin ich mir nicht mehr so sicher nach allem, was passiert ist. Sie haben ja auch geglaubt, dass wir etwas mit dem Hinterhalt zu tun hatten. Ja, aber Orlin Garn kennt uns. Und er wird sich für uns verbürgen. MK hat recht, die Rebellen sind unsere einzige Hoffnung. Super. Im Namen des Imperiums, das Personal dieser Station und alle Schiffe in diesem Gebiet stehen unter Arrest. Brechen Sie Ihren Flug ab und kehren Sie sofort zur Plattform zurück. Andernfalls werden Sie vernichtet. Heute nicht, Speicherlecker. Das ist jetzt übrigens ein Typ 1 Sternzerstörer, das sieht man auch an der Brücke. Ah. Okay. Der ballert jetzt ebenfalls die Kanone um sich. Zwischen den Schildgeneraturkuppeln der Brückenaufbau, wo ein bisschen nach oben so ein extra Aufbau hat, daran erkennt man, ob es ein Typ 1 oder Typ 2 ist, weil ein Typ 2 hat nur einen normalen Brückenübergang. So, was anderes. Oh! Im Namen des Imperators Palpatine, das Personal dieser Station und alle Schiffe in diesem Gebiet stehen unter Arrest. Brechen Sie Ihren Flug ab und kehren Sie sofort zur Plattform zurück. Andernfalls werden Sie vernichtet. Heute Speichellecker. Tja. Wir sichern jetzt die Station, Sir. Das sind 0G-Sturmtruppen, also Raumtruppen. Den Hangar sichern. Gestimmt. Sie sind uns natürlich willkommen. Aber wie konnten Sie uns finden? Ich bin eine Freundin von Olin Garn, einer Ihrer Raumjägerpiloten. Ist er da? Nun, darüber können wir uns persönlich unterhalten. Folgen Sie der Eskorte zum Kreuzer Defiance. Tja, wir haben es geschafft. Gut, wir haben es bis zur Rebellenflotte heil überstanden. Aber nach Vaters und Gerlins Tod und solange Onkel Anton vermisst wird, sind wir auf uns alleine gestellt. Die Rebellen haben sich bereit erklärt, uns aufzunehmen. Ich bin froh, dass Orlin da war und sich für uns verbürgt hat. Nach dem Hinterhalt beim Krankenhaus war unser Ruf unter den Rebellen nicht mehr der beste. Eamon und ich werden versuchen, etwas über Onkel Anton herauszufinden. Währenddessen scheint sich ein Traum von dir zu erfüllen. Orlin hat ein gutes Wort für dich bei Commander Devers eingelegt. Und nun hast du Gelegenheit, dich als Raumjägerpilot zu qualifizieren. Sehr gut, das freut mich. Wie sieht denn unsere Abschlussstatistik aus? Oh, sehr gut. Wir haben die komplette TIE Fighter Staffel der Furious zerstört. Also die Jäger auf jeden Fall. TIE Bomber haben wir nur 4 Abschüsse. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, sind auch befördert worden. Maximum First Class. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Ja, da wir jetzt an Bord der Rebellenflotte sind, haben wir ein anderes Hintergrundaussehen. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Cut und sehen uns bei der nächsten Folge.